Ich finde das ganz schön, dass die Besucherinnen des Kunstmuseums gar nicht wissen, dass das ein Kunstwerk ist. Sie denken wahrscheinlich, aha, das ist eine besondere Art der Beleuchtung dieses Foyers. Und das zeigt ja auch, dass Kunst durchaus so etwas wie einen Zweck erfüllen kann, ohne dass man andächtig davor steht und sich dieses Kunstwerk betrachtet. Also Kunst muss nicht immer die Konzentration der Betrachterinnen haben, sie kann auch beiläufig wahrgenommen werden. Und dafür ist hier dieses Foyer und die Arbeit von Andreas Schmid ein gutes Beispiel. Wie Sie hinter mir sehen können, gibt es an der Decke eine Arbeit, die sich Treibholz nennt. Es sind 334 Leuchtstoffröhren, die an dieser Decke installiert sind und die ja so etwas wild durcheinander angeordnet sind, deshalb auch der Begriff Treibholz. Der Künstler Andreas Schmid hat 12 Partituren komponiert. Das heißt, wenn man sich hier aufhält, kann man feststellen, dass es immer wieder andere Zusammenstellungen der Röhren gibt. Manche Röhren leuchten länger, andere kürzer und auch die Helligkeit variiert. Und das ist das Besondere und dadurch kann man natürlich auch bestimmte Stimmungen in diesem Raum unterstreichen. Also beispielsweise, wenn man abends an der Bar sitzt, dann wird das alles etwas heruntergefahren, es wird alles etwas dämmeriger, es wird alles etwas ruhiger. Und wenn es dann eben Richtung Nacht wird, dann sieht es so aus, als ob die Lichtinstallation schläft. Man kann diese Röhren aber nicht einfach immer einsetzen und auswechseln, sondern die muss man hier an dieser Stelle einbrennen. Das dauert mehrere Stunden und erst wenn sie eingebrannt sind, sieht man, ob sie alle dieselbe Lichtstärke und Farbigkeit haben. Ich mache es jetzt eben mal vertretungsweise, damit man sieht, wie hier diese Leuchtstoffröhren eingeschaltet werden in unseren Katakomben. Und schon ist es knallhell. Wie gesagt, die müssen sich jetzt ein bisschen einbrennen und dann schaut man, ob sie alle in Ordnung sind. In unseren Sammlungsräumen und in unseren Ausstellungsräumen haben wir sogenannte Lichtdecken. Unter diesen Lichtdecken sind die Leuchtstoffröhren verborgen. Das ist sehr gut gelöst worden, weil im Grunde sich jedes Museum Tageslicht wünscht. Was aber häufig nicht realisiert werden kann, weil natürlich das Tageslicht sich verändert und die Kunstwerke ja nicht einen besonders hohen Lichteinfall, besonders viel Sonne vertragen. Und vor diesem Hintergrund wurden eben Leuchtstoffröhren an die Decken angebracht. Darüber wurde ein Glas eingezogen, was aber nicht durchsichtig ist, sodass diese Flächen jetzt aussehen, als ob es ein einheitliches, durchgängiges Tageslicht ist. Das Licht in Museen hat auch Einfluss auf die Stimmung von Besuchern. Ich erinnere mich daran, wir hatten einmal eine Ausstellung, da haben wir die Wände sehr dunkel angestrichen und die Werke dort gehängt und dann mit Spots ausgeleuchtet. Und wenn man in diesen Raum reinkam, dann tauchte man direkt in eine ganz eigene Atmosphäre ein. Und ich denke, dass solche Erfahrungen natürlich auch das Empfinden und die Gefühle von Besucherinnen beeinflussen können.